Freizeit, Natur und Wasser. Das sind die Themen eines ganz besonderen Parks. Von Quellen und Wasserfällen über kleine und große Teiche bis zu einer eigenen Wasserwildnis. Pflanzungen im Park sorgen für ein Blütenmeer. Freizeit, Natur und Wasser, das ist für die meisten eine ideale Kombination. Genau das bietet der Naturagard-Park. Die ganze Vielfalt der Natur. Die Verbindung von Natur und Garten wird zu einem beeindruckenden Erlebnis. Aber der Naturagard-Park bietet noch mehr. Es gibt hier das größte Teichaquarium Deutschlands. Die größten Störe sind über 2 Meter lang. Es gibt im Park etwa 50 dieser großen Scheiben. Sie ermöglichen ungewöhnliche Einblicke in die Unterwasserwelt. In den Teichen lebt eine unglaubliche Vielfalt an Farben und Formen. Der Naturagard-Park ist attraktiv für Besuchergruppen. Auf Führungen wird alles genau erklärt. Ein ganz besonderes Erlebnis ist auch die Tauchbasis. Von hier aus starten Taucher in den Unterwasserpark. Der See ist die weltweit größte künstlich angelegte Tauchlandschaft. Unter Wasser gibt es ein Gewirr von Felswänden. Die Taucher treffen auch dort auf über 2 Meter lange Störe. In einem Talkessel wurde ein Schiff versenkt. Ein Lieblingsplatz vieler Taucher. Unter Wasser gibt es einen versunkenen Tempel. Ein 5 Meter hoher Pharao sitzt vor einer großen Säulenhalle. Mit mehr Erfahrung kann man in einem über 300 Meter langen Höhlensystem tauchen. Der Unterwasserpark ist auch ideal für Schnuppertaucher. Wer es einmal probieren will, gleitet schwerelos an der Hand gut ausgebildeter Taucher bis in fast 8 Meter Tiefe und hat dort einen einmaligen Naturkontakt mit den großen Fischen. Eigentlich ist der Park für Naturagard ein Freilandlabor. Hier werden neue Bautechniken und Produkte entwickelt. Inzwischen ist der Park aber auch ein Freizeitzentrum. Das Jahr beginnt mit der Blütenpracht von etwa 300.000 Tulpen und Narzissen. Danach blühen etwa 100 verschiedene Seerosensorten. Teichufer sind bekannt für ihre besondere Blütenpracht. Danach folgt die Vielfalt der Sommerblumen und Dahlien. Zu den Besonderheiten gehört auch diese 1500 Quadratmeter große Palmenhalle und Veranstaltungsorte wie dieser Tempel. Am Rande der Wasserwildnis gibt es die große Seekanzel, aus der man die Natur beobachten kann. Die Gäste des Naturagard-Parks genießen selbstgebackenen Kuchen im Café Seerose oder sie sitzen im Schatten alter Bäume. Für kühle oder regnerische Tage gibt es einen Wintergarten und Pavillons an den Teichen oder Sitzplätze in der großen Palmenhalle. Das Palmenbistro sorgt für die Verpflegung. Die Spannweite reicht vom Frühstück über das Mittagessen, über Kaffee und Kuchen bis zur exklusiven Abendveranstaltung in der Palmenhalle. Oder
einem Candlelight-Dinner im Aquarium. Der Naturagard-Park bietet ein Freizeiterlebnis wie in einem exotischen Urlaubsparadies. Den Parkgästen gefällt das. Immer mehr Gruppen beschließen, hier einen angenehmen Tag zu verbringen. Essen war auch alles toll, hat alles gut geschmeckt, sind alle satt geworden. Also besser geht's doch eigentlich gar nicht. Ein Tag im Naturagard-Park. Ein ganz unvergleichliches Erlebnis.